Tatjana, lass uns sprechen über die Kämpfe, die nach wie vor vor allem im Süden, im Osten sehr erbittert geführt werden. Aber der Präsident, der sagt, das alles ein bisschen statisch. Was heißt denn das? Naja, das heißt, dass es jetzt nicht die ganz großen Meldungen von erfolgreichen Offensiven und Rückeroberungen in diesen Tagen gibt. Aber wenn er sagt, die Kämpfe gehen weiter, dann ist das auch das, was wir zum Beispiel gestern in den Morgenstunden haben verfolgen können. Wir sind gestern am Vormittag südlich von Kryvyi Rih in Richtung der zuletzt befreiten Gebiete gefahren. Und die Frontlinie von da, wo wir gewesen sind, wir waren unterwegs mit einer Einheit der Kriminalpolizei. Da geht es darum, Kriegsverbrechen aufzuspüren, zu ermitteln, Beweise zu sammeln. Und von uns entfernt, ungefähr aus der Ortschaft, wo wir gewesen sind, vielleicht so 9, 10 Kilometer, ist die Frontlinie. Und die war sehr, sehr deutlich zu hören. Wir sind ungefähr 2,5 Stunden vor Ort gewesen. Und in diesen 2,5 Stunden hat das Grollen der Artillerie, hat das Donnern der Angriffe und der Gegenangriffe eigentlich nie aufgehört. Und zwischenzeitlich waren auch Flugzeuge in der Luft. Da waren wir so ein bisschen unsicher, von welcher Seite die gerade kommen. War ein bisschen, naja, angsteinflößend schon, muss man sagen, weil sie nicht zu sehen, aber sehr deutlich zu hören waren. Und auch die Angriffe, die sie geflogen haben, waren sehr deutlich zu hören. Aufklärung gab es heute am Morgen vom Generalstab der Ukrainer, die halt gesagt haben, jawohl, wir sind eben auch mit Kampfflugzeugen da unterwegs gewesen, russische Stellungen sind da bombardiert worden. Aber wie gesagt, das ist ein permanenter Zustand im Moment, ohne dass es eben, wie wir es vor ein paar Wochen ja erlebt haben, rund um Kharkiv im Nordosten, echte, ganz große Erfolgsmeldungen gibt. Man arbeitet sich da sozusagen peu à peu nach vorne. Tatjana, bleibt vorsichtig. Danke nach Kiew. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.